Ich möchte mit dir eine Stunde machen, heute zum langsamen, bewussten Fließen im Yoga und zum kräftigen von Vorder- und Rückseite, bewegliche Kraft, also Beweglichkeit ohne Kraft bringt nicht so viel. Wir werden in der Bewegung auch noch die Kraft gleichzeitig aktivieren. Wir fangen wieder an mit ein bisschen Energiemedizin. Zuerst mit einer Einatmung, Arm über Kopf. Stell dir vor, der Himmel über dir, all die Energie vom Universum, universelle Energie mit der Hand, Fingerspitze ins Herzzentrum, das ist ein Schallkreis. Nur halten, zum Herzenergie stärken, machen wir das nochmal. Hand über den Kopf. Energie vom Universum, blauer Himmel, der schöne Frühling ins Herz nehmen. Und dann das Gleiche, die Hand am Boden. Machen das zweimal, ein bisschen Kontakt aufnehmen mit der Erde, mit dem Boden unter dir, dort, wo du deine Yoga-Praxis machst. Und nehmen wir das symbolisch in Herz, ins Zentrum. Dankbarkeit für Erde, die uns nährt, größere Kraft, dass wir selber das zweite Mal mit der Hand ins Herz. Und dann legen wir Hand, beide Handflächen aufs Herz und machen eine sanfte Herzmassage. Ein paar Mal einfach mit der Hand ums Zentrum der Brust kreisen. Zum Ankommen in der Mitte. Der Mensch, du bist ausgerichtet zwischen Himmel und Erde. Und begegnest deiner Welt vom Herzen aus. Hand ruhe dann in der Mitte vom Herzen und vielleicht findest du etwas im Moment, wo du dafür dankbar bist. Die schöne Frühlingsluft, Frühlingsblumen, die Sonne, die strahlt, deine Gesundheit im Moment, deine Kraft, jemand, der etwas bedeutet, die Schönheit gesehen in der Welt und das Gefühl von Dankbarkeit und das Gefühl von Liebe und Stoh im Herz. Und das nehmen wir mit in unseren Yoga. Fluss, sanftes Vinyasa, das kräftigendes Vinyasa. Dann kannst du die Hand auf die Knie nehmen, den gekreuzten Sitz, sodass es angenehm ist, mit den Händen ein bisschen nach unten drücken und dann fangen wir an von den Kreisen. Und dass es dir gut geht, kreisen, so viel Kreis, die Bewegung ist geführt vom Herz. Wir tauchen ein bisschen ein in den Bewegungsfluss. Die Idee im Yoga ist, Energie zu bekommen. Mehr Energie zu haben, könnt ihr speichern, aufbauen, aber vor allem auch Energie zum Fließen bringen. Gleichmäßiges, schönes Fließen, balanciertes Fließen. Schön, dass der Fluss für dich passt. Sanfte Druck von der Hand, auf die Oberschenkel, merkst vielleicht wie. Hüfte sich beweglicher werden, wird mehr anfangen zu fließen. Findest du einen Punkt in dem Kreis, wo du kannst richtig wechseln, fließen in die andere Richtung. Große Kreis. Vom Herz, vom Brustrum geführt. Und dann langsam, Kreis zentriert sich. Und du kommst wieder in deine Mitte, in deine Ausrichtung, in deine Aufrichtung. Lösen den Sitz auf und kommen in den Vierfuß. Schaffen ein bisschen die Kraft von der Hand. Zur Hand nach außen nehmen, Finger nach außen drehen. Und wir machen mit dem Oberkörper kreisen. Wir nehmen Kreises, Hand sanft aktivieren, Druck von der Fingerhand im Boden. Und fünfmal, sechsmal in die eine Richtung drehen. Und nachher fünf, sechsmal in die andere Richtung drehen. So eine Gewichtverlagerung wahrnehmen. Dann halte ich schon in der Mitte, drehst die Finger
Hände nach vorne, Finger zeigen nach vorne. Und wir machen Liegestütz für Handgelenk. Finger bleiben am Boden. Und mit der Einatmung Handfläche, Handgelenk abheben. Das machen wir 5x. 5, 4, 3, 2, 1. Du kannst auch mehr machen, wenn du das Gefühl hast. Und drehen dann die Finger nach hinten, die Hände nach hinten. Und wir lehnen ganz sanft zurück. Die Finger bleiben wieder am Boden. Aber das Handgelenk, das hebt ab. Noch 5x. 5, 4, 3, 2 und das letzte Mal. Dann bist du hinten auf der Zehenspitze so aufgestellt. Füße. Wir trainieren gerade ein bisschen die Füße oder aktivieren die Füße mit der Hand. Finger verschränken, machen wir ein Kreisen, ein Handkreisen, um die Handgelenke lösen, dann in die andere Richtung. Ist ein bisschen schwieriger vielleicht, das Hirn ist auch noch mit. Und dann haben wir eine zweite Übung für die Kräftigung oder Dehnung von der Rückseite von der Unterarm. Dazu Hand fischt, mit den Däumen also wieder zusammendrücken, Fuß zueinander, liegen auf dem Boden, die bleiben so am Boden, die Handgelenke. Und dann langsam, also die Ellbogen sind zuerst spät, und dann langsam die Ellbogen strecken. Und die Hände sind kräftig, also auf den Druck gegen den Boden. Und du streckst die Ellbogen, so weit es geht. Dehnung auf der Rückseite von der Unterarm, eine aktive Dehnung, weil du bist aktiv, ein sanfter Gegendruck. Du hast ausüben. Voilà, 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 voilà. Atmen nicht vergessen. Und dann lösen. Dann wieder auf die Zehenspitze, hinten Füße aufstellen und die Finger so ineinander versetzt, immer zusammendrücken die Hände. Um ein bisschen Kraft aufzubauen oder lösen, das Handgelenk. Kräftigung und Beweglichkeit in den Händen. Nachher, wenn wir richtig erst abschauen, rund und dazu durch ausmessen mit der Kindposition. Ferse sitzt, Arm gestreckt nach vorne. Kommt dann nach oben in einen Vierfuß. Finger zeigen nach vorne, beugt die Ellbogen ganz leicht, die gehen wir nach außen und durch den Ellbogen so ein bisschen mehr Richtung Mitte. Nach vorne drehen, Ellbogen, Bizeps drehen nach vorne und streckt dann in die Hand. Ellbogen leicht beugen, schön ausrichten, Arm strecken und stoß dich zurück in einen abschauenden Hund. Aktive Arm, Handfläche, Handgewölbe, Fußgewölbe ist aktiv. Und nachher hier tust du langsam beibeugen, rechts und links. Ganz langsam, wir werden mal sehr bewusst arbeiten. Beugen, das Knie ein bisschen zur anderen Seite verschieben, dass du Dehnung merkst auf der Aussenseite. Das Knie geht nach rechts, Dehnung auf der ganzen Flanke, vorne vom Körper. Jede Seite noch einmal. Komm dann zurück in die Mitte, mache Vinyasa, einatmen, ein Brett und ausatmen, Knie mal absetzen. Mache noch mehr Vinyasa, zuerst mal das Brett sauber aufbauen, das Zentrum aktivieren. Jetzt wird die Hände nochmal unter der Schulter, jetzt kannst du das Herz ein bisschen absenken nach unten und dann stoß mit dem Herz, rückwärtigen Herz auch, also zwischen den Schulterblättern ein bisschen nach oben. Und du auch den Rippenbogen ein bisschen reinziehen, also kein Hohlkreuz, sondern eher in einen runden Rücken, wo der stabil läuft, neutral, das Zentrum ist stark. Und dann streckst du das rechte Bein nach hinten und hebst das ganze linke Bein nur leicht ab, schwebt über dem Boden. Und dann das linke Bein strecken, du bist im Brett mit einem aktiven Zentrum. Knie wieder zum Boden, diesmal das linke Bein strecken. Schauen, dass Schulter, ab Zwischenschulter gibt es ein bisschen nach oben. Rückwärtiger Herz füllen. Rippenbogen geht zusammen. Und dann hebt das rechte Bein ab. Für 3, 4, 5 Atemzüge. Das rechte Bein strecken, bist in deinem Brett. Stoß fest mit Händen.
und Füße. Und dann komm langsam nach unten. Knie absetzen oder die Wärze nach unten schweben. Nachher die Schultern, drei die Schultern nach hinten oder rechts und links nach oben schlängeln. Bleib in der Cobra, einen Moment, Baby Cobra. Ellbogen eng am Körper, nimm Wort, Kraft in deinem Rücken. Beine verlängern, Füße, Nacken in Gegenrichtung. Kraft in deinem Zentrum. Wir können starken, kräftigen Rücken. Und dann zurück zu einem abschauenden Hund wieder. Diesmal im abschauenden Hund ganz langsam. Beide Beine beugen, neutrale Wirbelsäule, also nicht der runde Rücken, sondern eher ein bisschen Holzkreuz, neutral eben. Und den Bein langsam strecken. Einatmen, beide Beine beugen, Becken kippt nach vorne und langsam beide Beine strecken. Beugen und strecken. Wie das Vinyasa, einatmen, komm nach vorne. Das Brett ist stabil, Knie absetzen oder einfach so Richtung Boden landen. Eine Lieblingsstellung von mir ist im Moment Skydiver. Füße richtig, also Beine beugen, Füße richtig Decke, die Arme abheben, im rechten Winkel oben Unterarm und dann hebst du Knie und Arme richtig oben und nach unten. Oder einmal abheben. Aus dem Flugzeug springen und nach unten. Abheben und landen. Das letzte Mal, bleib oben. Lächeln, als würdest du fliegen und dann landen. Beine ausstrecken, Stirn auf die Hände ablegen und mit dem sanft das Becken wiegen. Beweglichkeit und Kraft im oberen Rücken. Sphinx-Position, du kannst dazu die Füße, Fußrücken im Boden sanft drücken. Nachher die Innenseite dabei ist aktiv. Ausatmen, Bauch fest, einatmen, ziehen mit den Unterarmen Richtung Füße und gleichzeitig Wirbelsäule wird verlängert. Schultern zurück, Nacken lang, Blick diffus. Jetzt find die Atempuls. Mit einer Ausatmung oder Atem unter Bauch. Einatmen ein bisschen die Lungenspitze. Und den Bauch fest. Einatmen Brust. Und versuche aus der Brust zurückzubeugen. Brust öffnet sich. Schulterblätter stoßen nach vorne. Spitze der Schulterblätter. Atmen. Vollständig. Tief. Und dann langsam auflösen, einen Moment nach unten kommen. Solange du bleiben, bis es dir gut geht und nachher direkt oder anschließend Kindposition. Also sitzt Stirn auf dem Boden mit den Händen. Füße fassen. Fließt, vielleicht mehr in die Rückseite vom Körper. Ein paar tiefe Atemzüge. So. Nachher nehmen wir die Arme gestreckt nach vorne. Nach dem Ausgleichen jetzt von der Rückbeuge. Im Kind gehen wir wieder in den abschauenden Hund. Diesmal machen wir einen abschauenden Hund mit Kreuz dabei. Jetzt wird der rechte Fuß steht neben linke. Und den linken Fuß nimmst du über den rechten. Du hast gekreuzte Beine und stoßt ein bisschen zurück. Du hast eine Dehnung in der Wade, vielleicht in der Aussenseite auf der Hüfte. Atme die Dehnung. Aktive Füße, stoß mit den Füßen im Boden. Stoß nach hinten, verlängere den Rumpf und dann löse wieder auf. Linken Fuß neben rechten, rechten neben linken, fließt nach vorne,
rund Knie, Brust oder einfach nach unten abtauchen. Halbe Cobra. Nimm dann den rechten Arm, ein bisschen nach der rechten Hand, ein bisschen nach vorne und drehe dich dann so auf die Seite. Den Fuß überstellen. Und nachher komm mit der linken Hand, du bist schön aufgerichtet, hast eine Dehnung vielleicht auf der Hüfte, Unterseite, und dann ziehst du die rechte Hand nach hinten und nach vorne. Öffnen und schließen. Öffnen, wirklich die Rückseite aktivieren. Öffnen und schließen. Öffnen, das letzte Mal. Beug dann das untere Bein und drehe dich einfach aufs Gesäß. Das Bein macht eine Figur 4. Du kannst die Fingerspitze richtig Gesäß drehen. Das ist einfacher, man kann es auch so machen, aber so ist es einfacher. Dann zuerst die Schultern zurück, die Brust heben und wir heben das Gesäß ab. Stoß mit den Fingerhänden und landen ins Gesäß wieder. Schultern zurück, Brust zieht nach oben. Komm nach oben mit der Hüfte, atmen. Und nochmal nach unten. Das letzte Mal super aufbauen, die Schultern integrieren, Herz lüpft, Arm stoßen nach oben, Hüfte hebt ab. Knie bleibt bei der Brust. Nur mit der Lust hast du nach hinten kippen. 4-5 Atemzüge, dann wieder landen, drei zurück, so wie wir reingekommen sind, auf die Bauchlage. Und zurück zum abschauenden Hund. Hier machen wir das Gegenteil. Zuerst der rechte Fuß zum linken. Linke steigt über rechte, wieder diagonal. Oder überkreuzt die Beine im Hund. Atmen, Stoß, aktive Füße. Mit den Füßen und mit den Händen. Lösen auf und das gleiche auf die andere Seite. Einatmen, Brett, ausatmen, Knie, Brust, leg die ab. Dann kommen wir sanft nach oben, diesmal die linke Hand kommt ein bisschen nach vorne. Du richtest dich auf, stellst das rechte über das linke Bein. Wir richten uns gut auf, dass wir hier die Dehnung haben in der Hüfte. Das Bein schön aufgerichtet, rechte Hand. Und nach oben, der rechte Arm gebeugt und zieht nach hinten. Ellbogen zieht nach hinten. Wieder ein bisschen rund werden und die Brust öffnet sich. Rückseite, Schulterblätter, Schultergürtel aktiv. Ausatmen, einatmen, öffnen. Noch zweimal. Und das letzte Mal. Das ist eine gemütliche Position. Ne? So. Auch sphinxmässig. Dann kannst du das untere Bein beugen und mit Reihen aufs Gesäß. Gut ausrichten, der Fuß ist aktiv da. Der linke Fuß setzt auf, deine Brust öffnet sich, Schultern zurückrollen. Und mit einer Einatmung hebst du ab. Und mit einer Ausatmung landen. Zuerst Schultern zurück, Brust heben und das zweite Mal nach oben. Und bleiben und dann wieder nach unten. Das dritte und letzte Mal, Schultern zurück, Brust hebt sich. Komm nach oben, Knie bleibt bei der Brust. Moment, bleiben. 3, 4, 5 Atemzüge, wenn es geht. So, wenn wir sind reingekommen, kommen wir zurück. Auflösen, auf den Bauch drehen. Und dann auf den Moment. Zurück in Kindposition wieder. Hände zu den Füßen. Vielleicht hast du jetzt auch wieder ein bisschen Druck auf die Hände aufgebaut. Wir nehmen nochmal die Ellbogen vor uns, die Hände zusammen, Finger verschränken und tun ein bisschen kreisen. Wir schaffen heute ganz viele kräftige Hände, kräftige Schultern. Nachher. Hände gestreckt nach vorne, Finger spreizen, einatmen,
Vier Fuß, ausatmen, abschauen, die Hund. Gut einrichten, abschauen, Hund, beatmen. Innenseite von der Beine, Innenseite von der Arme, sehr aktiv. Stoß im Boden. Dann langsam nach vorne laufen. Ganz langsam. Ja, nochmal zurück. Ist nicht langsam genug gewesen. Der rechte Fuß hebt ab. Bewusst Yoga links, den Fuß abheben. Dann rechts, links. Ganz langsam kommst du nach vorne. Erlaubt dir, den Bein leicht zu beugen. Der Oberkörper richtet sich auf in einen Stuhl. Sitz in die Position, mit der Ellbogen so zurück. Und von hier beugen wir langsam nach vorne. Beine sind beugt und du legst dich ab über den Oberschenkel. Kopf senken. Einatmen, halbe Vorbeuge, Beine sind gestreckt. Ausatmen, Vorbeuge, Beine beugt. Einatmen, halbe Vorbeuge, Beine gestreckt, Oberkörper gestreckt. Ausatmen, leg dich ab über den Beinen. Das letzte Mal die halbe Vorbeuge. Beine strecken, Oberkörper gestreckt. Dann sanft Beine beugen, Oberkörper ablegen. Und von hier, Hände vom Boden. Stoss ein bisschen mit den Armen nach außen, dass die Arme aktiv werden und versuch Beine zu verlängern, so weit es geht. Beine strecken, aktive Beine stoßen im Boden, Arme ziehen ganz sanft nach außen, sodass du die Außenlinie wahrnimmst. Der ganze Körper wird in Dehnung mit einbezogen, Kopf senken. Wenn du möchtest, Zehen abheben, Oberschenkel aktiv, Kopf senken. Atmen. In deiner Vorbeuge. Dann sanft Beine nochmal beugen. Einatmen, Arme über Kopf. Und ausatmen. Komm zum Stand. Im Stand machen wir etwas für die Schultern nochmal. Das nennt sich Wirbelsäulenatmung. Einatmen, Arme öffnen sich, Brustbein hebt sich, Ellbogen ziehen nach hinten, dann machst du Fisch mit den Händen und kommst mit runder Wirbelsäule nach unten. Einatmen, öffnen, Brustbein heben und ausatmen, Ellbogen zusammen, Hände zusammen, rund Oberkörper. Einatmen, öffnen. Du dich nach rechts, öffne rechte Ellbogen, zieh nach hinten und ausatmen ins Zentrum. Einatmen, öffne nach links und ausatmen, Zentrum. Wunderbare Übung auch am Morgen zum Öffnen. Einatmen rechts und ausatmen, Zentrum. Einatmen links, ausatmen, Zentrum. Guten Tag. So, jetzt haben wir etwas machen. Ein Fluss, Kriegerfluss, Krieger 1 oder Krieger 3, Krieger 1. Und dazu, zuerst kommst du in eine Stuhlposition, oder Stuhl sitzen. Und dann heben wir rechts Bein ab, nehmen die Hände nach unten und nach oben. Dann kann ich, also würde man fliegen. Schwebt ein bisschen im Wind oder wackelt. Und kommen dann nochmal in die Stuhlposition. Stuhl, Kaktusarm, Ellbogen hinten, nachher Arm wieder über den Kopf und links das Bein nach unten. Nach oben und nach unten. Das rechte Bein beugt sich und das linke Bein und der Arm schweben über den Boden. Stuhl mit Kaktusarm, kräftige Beine, kräftige Rücken und stand dann wieder auf. Balancestellung, jetzt Standstellung, einatmen Arm über den Kopf, das rechte Bein hebt ab, das linke Bein Microbend leicht beugt und du kommst nach vorne in den Krieger 3.
Und von hier langsam das Vorderbein beugen und hinten ganz sanft den Boden berühren. Dann machst du die Hände auf die Hüfte einen Moment, um die Hüfte gut aufzurichten. Ausatmen, das Vorderbein noch ein bisschen beugen. Jetzt suchst du vorne die Fersen abheben. Wo es vielleicht ein bisschen tiefer in der Hüfte. Und dann von hier mit der Einatmung. Kriego 1. Ausatmen. Du hast die Hände verschränken hinter dem Rücken. Einatmen, Brust öffnen. Das stolz sich Kriego. Lehn schön zurück. Dehnung im Hüftbeuger vorne. Aktiv beide Beine mit einer Ausatmung. Beug dich nach vorne. Einatmung, Hände ziehen über den Kopf zum bescheidenen Kriego. Das Hinterbein ist ganz kräftig, bleib da für 3 Atemzüge. Nachher zieh dein Hinterbein, die Kraft vom Hinterbein wieder nach oben. Einatmen, Kriego. 1. Und ausatmen. Kriego 3. Ganz langsam geht es nach vorne. Microbänder, der leichte Beuge im Standbein bleibt. Und auch wenn du nach oben kommst, so die Energie zusammenziehen im Zentrum und dann aufstehen. Der gleiche Fluss auf die andere Seite. Dazu Arm kommen über den Kopf. Das rechte Bein Standbein. Das linke Bein geht nach hinten und du fängst schon, hast das rechte Bein schon leicht gebeugt, wenn du nach vorne die beugst, zum Kiego 3 und dann langsam das Vorderbein beugen, hinter den Fuß absetzen, einen Moment Hände auf die Hüfte, dich schön aufrichten und das Hinterbein ganz gestreckt, das vordere, vorne die Fersen ein bisschen abheben. Du kommst ein bisschen tiefer, vielleicht. Sind dabei gestreckt, Hüfte aufrichten, merkst Dehnung in der Hüfte, einatmen Arm über den Kopf. Ausatmen Hände hinter dem Körper verschränken, einatmen Brust öffnet sich, stolzer Kiego. Und ausatmen Vorbeuge. Sink tief, einatmen. Arm ziehen über den Kopf. Das Hinterbein ist ganz gestreckt, aktiv, Füße, Beine, atmen tief. Mit einer Einatmung richtig auf. Wir arbeiten fast wie Zeitlupe heute. Ganz langsam, bewusst, Arme über den Kopf, von den Füßen bis zu den Fingerspitzen verlängern. Dann langsam hier nach vorne, hinten, Vorderbein beugen, das hintere Bein hebt ab, Richtung Kriego 3. Und dann langsam dich aufrichten, erst am Ende das Bein strecken zum Stand. Und dann langsam nach unten zu einer sitzenden Position dazu. Stuhl, Beine wieder beugen. Und dann geht es einfach weiter nach unten. Wir nehmen die Füße ein bisschen nach außen. Wir sind in einem Squat. In einer Sitzung. Füße auseinander, sodass die Ellbogen einklemmen kannst. Vielleicht musst du auch auf den Zehen sein, wenn das von der Hüfte oder Fußbeweglichkeit nicht geht. Rücken ist lang, Beine sind aktiv, eine ganz sanfte Aktivierung der Beine. Es gibt doch Schutz, schützt durch Knie oder kräftigt Beine und nachher langsam kommst du in die Vorbeuge, Füße nach vorne ausrichten, einatmen, Brust zieht nach vorne, Beine beugen und dann mit der Kraft vom Oberkörper dich nach unten bewegen und von hier erst Bein strecken. Und zuerst ein Bein beugt bis unten und nachher langsam Bein strecken. In einer Vorbeuge
Du möchtest die Hände vom Boden und sanft die Arme ziehen nach außen, Kopf senken. Und von hier laufen wir langsam zurück zum abschauenden Hund. Eintauchen in den abschauenden Hund. Und einen Moment innehalten in der Kindposition. Knie zum Boden, Stirn vom Boden. Und so die Energie sammeln und dann wieder nach oben kommen, zum Fersensitz. Wie du gemerkt hast, wir sind die ganze Zeit vor und zurück am Bewegen, also die Vorderseite und die Rückseite am Kräftigen und am Dehnen. Jetzt gehen wir mal auf die Dehnung von Vorderseite. Du bist im Fersensitz und nimmst den Arm mal so nach hinten. Und von hier, die erste Variante ist einfach hier zu bleiben und von hier nachher die Hüfte abheben. Das sind aktive Beine, sind wie eine aktive Dehnung. Und die zweite Möglichkeit, wenn du viel Beweglichkeit hast, kommst du auf die Ellbogen, die Beine sollen nicht abheben, und auch von den Ellbogen her auch wieder die Hüfte abheben. Die Ausrichtung der Beine ist so, wie sie kommt, du hebst ab. Ich mache es jetzt von hier, dann sieht man es ein bisschen besser. Die Hüfte hebt ab und hast gleichzeitig eine Dehnung in den Arm. Kannst nach hinten auch ein bisschen breiter und hast mehr Dehnung im Brustraum. Atmen noch 5 Atemzüge hier. Und dann langsam auflösen. Ein bisschen spüren, was dir gut tut. Oft sind die Oberschenkel ein bisschen verkürzt, wenn wir viel wandern. Und einfach nur im Fersensitz sitzen, ist ja schon eine gute Übung. Sitzen von hier einfach ab zur Seite. Beine nach vorne strecken einen Moment. Und ein bisschen Scheibenwischer, ein bisschen entspannen. Druck auf den Knie, entlasten vom Fersensitz. Der Füß. Wir sind auch schon fast am Ende. Wir gehen nochmal in eine aktive Vor- und Rückbewegung dazu. Das ist wie Elastizität. Die Arme kommen nach vorne, die Bewegung nach vorne. Ich ziehe dich gerade wieder zurück. In Flug. Von hier kommst du nach vorne. Ziehe nach vorne. Und sanft mit der Kraft vom Bauch bringt sie nach oben. Nach vorne ziehen, ohne viel Schwung, mach es schön langsam. Bein über den Kopf. Und eher hier haben wir ein bisschen mehr. Und ein bisschen Tempo drin, wenn es nach vorne geht, auch wieder zurück. Beine sind aktiv. Sicher richtig Kopf ziehen. Und es geht nicht darum, über die Schweiz zu kommen, sondern das Gefühl, das Bewegungsgefühl. Einzuüben und jetzt Elastizität. Beim nächsten Mal bist du im Flug, entweder bleibst du im Flug, das heisst Bein über den Kopf, Schulter unterrollen oder von hier gehst du in den Schulterstand. Beine sind gestreckt. Wenn der Oberkörper diagonal ist, dann sind Beine auch jetzt diagonal. Entscheid du die gute Position. Wichtig ist, das Gewicht ist auf den Schultern, nicht auf dem Nacken. Die Beine können aktiv sein. Und dann, wenn es für dich passt, langsam auflösen, wieder bist du reinkommen. Beine richtig über den Kopf. Und nachher Wirbel für Wirbel nach unten rollen. Ausgleich vielleicht für den Rücken, ist entweder Happy Baby, wenn dir das Spass macht, oder einfach nur die Knie, kommen wir gleich ein bisschen nach außen und wir umarmen die Knie,
Ellbogen gerade so bei den Knien. Und dann den ganzen Rücken, verlängern. Den ganzen Rücken am Boden. Wenn der Rücken, der am Boden liegt, Schultern, untere Rücken. Dass der Ausgleich vom Rücken, den Bein ausstrecken, die Füße zusammen. Hände neben das Gesäß, kannst den Oberkörper wie abheben und den Kopf auf dem Hinterkopf, drei Atemzüge. Aus dem Maul ausatmen. Kehle reinigen und dann kommst du wieder zurück. Noch einen Moment in die Rückenlage, bevor wir in Shavasana gehen, noch eine Dreieck, eine sanfte Dreieck, dazu die Füße aufstellen. Das Gesäß auf eine Seite nach links und Knie auf die andere Seite. Lass fallen oder ablegen, eine Hand aufs Knie, wenn du möchtest. Die untere Rücken, Hüfte entspannt sich. Der Kopf kann in die Gegenrichtung drehen, atmen in die geöffnete Flanke. Zu einer passiven Öffnung. Vollständig atmen. Vollständig ausatmen, tief einatmen. Kommst dann, soweit bist du zurück in die Mitte. Hüfte ausrichten, Zwischenatmung. Sanft auf die andere Seite die Hüfte schieben. Die Knie nach links fallen. Mit Knie auf Hüfthöhe und Hüfte ein bisschen verschoben, zum schönen Grad sind in der Wirbelsäule, nicht im hohlen Kreuz. Und aufs Knie, wenn ihr möchtet, oder einfach öffnen und wieder vollständig ausatmen, tief einatmen, dich richtig entspannend atmen. Zurückfinden mit die Hüfte schön ausrichten und dich ausstrecken für die Schlussentspannung. Beine am Abstand voneinander, die Füße fallen nach außen, Arme seitlich vom Körper. Völlig gelöst und entspannt. Fang den Körper ab, das Entspannen schrittweise. Füße, Beine. Wir haben sehr aktiv gearbeitet mit viel Bewusstsein, viel Kraft. Füße, Beine lösen, entspannen. Ganz Körper darf sich jetzt entspannen. Dann Hüfte, Bauchraum, das Kreuz warnen und entspannen. Brustraum, Schultergürtel, Flanke vom Rumpf warnen, lösen und entspannen. Schulterarm, Hände liegen schwer auf der Erde, völlig gelöst und entspannt. Nacken, Kopf um, Gesicht ganz weich und entspannt. Die ganze Körper völlig gelöst und entspannt. Lass den Körper los und lass den Geist schweben. Mach die Shavasana so lange, wie es dir gut tut. Ich bedanke mich für die Yoga-Praxis. Namaste.